Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ragnarmod 6 mit dem Krian. Hallo. Hallo. Der kommt gerade aus dem Nether zurück. Das ist zumindest der ganz Plan. Kurz mal. Wenn ihr den Weg findet, denkt dran, wir haben Maps. Es geht weniger um den Weg finden, es geht vielmehr darum, hier rauszukommen, ohne an der Lava irgendwie. Ich meine, wir sind immun für 30 Sekunden, also. Eben. Man muss es ja deswegen nicht trotzdem gleich provozieren. Ja, richtig. Und ich will jetzt eigentlich auch nicht, um hier rauszukommen, meinen Raystone nutzen. Ja, warst ja jetzt nicht so tief drin, oder? Ja gut, halt auf Ebene 12, wo man halt sein muss. Naja, okay. So, ich brauche noch ein bisschen Concrete. Aber ich glaube, wir haben diesmal keine Dingsäcke mehr. Ich glaube, jetzt haben wir sie wirklich alle aufgebraucht. Aber ich glaube, das wird ganz geil. So. Bartheim. Ah, Jungs, Mädels! Genau auf euch habe ich ja gehofft. Cool, dass ihr da seid. Habe ich Platz. Ist nicht der. Da müsste doch irgendwo der Waypoint sein, oder? Der Waystone sein. Mal ganz kurz hier stehen. Ich muss mich mal ganz kurz noch mitnehmen. Sprung! Von oben runter! Ich sehe nichts. Hast du neue Freunde unter Wasser? Ja. Also, jetzt sind sie irgendwie alle weg. Könnte am Schwert gelegen haben, aber. So. Ich ahnte, dass ich hätte vorher gucken sollen, bevor ich hier runtergehe. Dass wir noch welches davon haben. Ja, passiert, mein Gott. Ich meine natürlich, wie kannst du nur? Das hätte man doch ahnen können. Hui! Wie viele habe ich denn jetzt? 12. Ja, es könnte ja fast schon reichen. So. Also hier alles. In der Kiste soll alles sein, was du eventuell brauchst. Und wenn ich gucken, was braucht man jetzt für die Stasis Chamber? Was bist du denn? Nee, da ist nichts, was man braucht. Dann habe ich wahrscheinlich nur das Rezept geguckt und gesehen, es fehlen Gastränen. Hab gedacht, dann holst du erstmal Gastränen. Also ich brauche erstmal ein Simple Machine Frame. Und dann brauchen wir eine Pity. Ja, die Pity dürfte aber drin sein. Ja, Pity ist drin. So, das heißt. Pity habe ich, dann brauche ich zweimal Eisen, zweimal Netherbrick und zweimal Plastik. Wahrscheinlich haben wir gar kein Plastik mehr. Ich habe noch 22 Rubber einstecken, die gebe ich dir. Hier. Danke. Bitteschön. Na, hier wollt ihr einen Bone Block. Ein Boom-Block. Das reicht aber wirklich nicht. Auf, ja. Ich brauche noch mehr Plastik. Da musst du nur an die nächstgelegene Südseeinsel gehen. Kannst du da einsammeln. Kein Problem. Nehmen wir jeweils einen Stack. Galactic Tome. Was für ein Ding. Resets the repair cost penalty when combined with a two-letter smithing table.
We named the tool to use the standard galactic alphabet when used at the Swiffing Table. Interessante Sachen. Ich habe keine Ahnung, inwiefern das hilfreich ist. Ist das teuer? Ja. Ja. Neubau 1. So, dann müssen wir bei dir hier mal... Das kann ich nämlich hier hin und dann so machen. Ja, jetzt kurz überlegt, ob ich das lieber einfach reinhalten, also reintun sollte, aber... Oh, geh mal kurz schlafen bitte in unserem Neubau und ein Zombie rum. Der versucht... Wobei, das ist ganz lustig, der versucht dauernd da oben drauf zu springen und schafft es nicht, aber jetzt ist er runtergefallen, nicht, dass er an so unsere Villager rankommt. Dann tu Licht hinmachen. Ja, ich habe ja draußen noch, es ist ja noch ein Weg offen nach rein. Ich glaube, das ist das Problem. Und ich war gerade nicht in dem Spot, dass ich hätte schlafen können. Oder ihn umbringen können. So, wir brauchen 2 Gold, 2 Eisen. 1, 2, 1, 2. Die brauchen wir. Dann brauchen wir Nether Bricks, wenn wir uns welche haben. Habe ich sonst noch reinstecken, kann ich die runterschmeißen. Zumindest 4, 6 Stück. Sie liegen in der Ecke von unserem Haus, wenn ich es richtig gesehen habe jetzt. Plastik, 2 Gasdrehen. Danke. Bitteschön. Das, dann brauchen wir 4 Diamanten. Und noch 4 mal Gold. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Achso, das ist der eine, den ich rausgeschmissen hatte. So, Zeit für ein Glückchen Smoothie. Das. Wie gut aus Mutzi. Das. Dann brauchen wir theoretisch noch einmal Eisen, einmal Redstone. Hui. 4 mal Kabel. 3 mal dich. Und noch 8 mal Eisen. Gibt dieses Bonbon unter Umständen auch einfach wesentlich schneller wieder volle Herzen? Kann das sein? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Gerade mal hier. Ich kenne dieses Bonbon per se nicht. Oh. Oder ich habe Goldäpfel im Rucksack und der spüttert mich gerade mit Goldäpfeln. Na, zumindest nicht mehr. Oh, da wäre noch. 3 Soulsand. Soulsand haben wir, glaube ich, auch hier irgendwo, ja? Ja. Hätte ich sonst auch noch mal... Ah ne, ich habe Soil einstecken. So, dann gehen wir jetzt rüber an den Neubau 1 und machen uns einmal Pity, Plastik, Netherbrick, Eisen. Also Pity, Plastik, Netherbrick, Eisen und Goldgear. Das machen wir jetzt mal direkt so. Dann muss man erstmal eine Runde Brot nochmal holen, dass der mich auch füttern kann. So, damit haben wir den Simple Machine Frame. Simple Machine Frame, 2x Netherite.
zweimal Gold, zweimal Plastik, ein Diamantding. Genau. Freiheit! So, ja, ja. Wir brauchen hier unten noch eine Workbench. In dem Neubau haben wir keine Workbench. Warte, vielleicht habe ich da was vorbereitet. Nein, Workbench habe ich nicht einstecken. So, Stasis Chamber habe ich jetzt. Ja, das heißt, wir können jetzt dem nächsten Wizard foltern. Ich würde mir da vorher nochmal ganz schnell das in dem Buch durchlesen wollen. Industrial Vorgang. When provided with power, this machine will freeze and heal any entity that are in its working area. Genau, er soll ihn da halten und heilen und dann brauchen wir den Laser Tool, den hast du ja schon gemacht. Genau, der ist auch, also der ist in der Kiste, wo du eben auch den, ja, den einen Teil da gefunden hattest. Die Linse hast du auch schon gemacht? Eine Linse habe ich, glaube ich, noch keine mehr. Oder gab es doch, glaube ich, auch eine Linse, oder? Ich weiß nicht, Laser ist auf jeden Fall Laser. This machine, when provided with power, charges the first all laser base and fluid laser base it finds in its working area. Wo ist die Schaufel? Da ist die Schaufel. Ups, und so. Frage ist, wo sollen wir das mit dem Wither machen? Sollen wir das hier in der Nähe machen lassen oder lieber woanders? Ich würde es lieber woanders machen. Also weil gefühlt so, wenn wir irgendwo ein Dings, ein Junk aktiv halten, das zieht natürlich auch Leistung, aber gefühlt nicht so, wie wenn es direkt neben uns ist. Und ne, Soundkulisse, finde ich, ist halt immer auch so eine Frage. Weil wenn der dann die ganze Zeit herumstöhnt, weil wir ihn foltern, was ja durchaus sein könnte, ich bin mir da nicht so sicher. Guck mal gerade, wie lang der Arm ist, der da abgeht. 1, 2, 3, 4, 5 und dann ist 6 geht's runter. Okay. Rot und blau ist violett. 1, 2, 3, 4, 5. Und an der 6 geht's runter. Ja, knapp daneben ist auch vorbei, ne? Super, habe ich das gemacht. So, super. Ist nur die Frage, ob man nicht doch tatsächlich einfach den normalen Stein, den Stone nimmt, um die Wand auszukleiden. Das könnte halt auch ganz geil eigentlich aussehen. Ja, was mich an dem Light Cray halt stört, ist dieser Grünton. Ich meine, man könnte auch beides machen, ne? Eins so, aber im Endeffekt würde ich es ja schon gern ein bisschen maschinell einheitlich haben. Lucky! So, dann craften wir uns einen Waystone und dann gucken wir mal, wo wir denn. Haben wir überhaupt genug Wither-Köpfe? Einen haben wir auf jeden Fall, wenn nicht sogar zwei.
Ja, wir haben zwei. Das heißt, wir müssen hier noch Wither-Skeletons töten. Vorher können wir den Wither gar nicht spawnen. Damit wir den dritten noch bekommen. Das heißt, ich werde jetzt den Wraithstone machen und dann wieder zurück in den Nether gehen. Und Wither-Skeletons hier. Bis wir überhaupt erst den Wither craften können, also den Wither machen können. Und dann gucken wir uns mal um, wo wir den eventuell hinstellen wollen, wo wir ihn quälen wollen die ganze Zeit. Ich habe gehört, da gibt es ein schönes Dorf. Wo es eh nicht mehr so viele Einwohner gibt. Dann brauchen wir auch noch Tank. So. Ein Emerald und vier... Ein Emerald und viermal Pearl. So, einmal dich. Einmal dich. Damit haben wir den Greystone wieder. Dann gehe ich jetzt wieder Skeletons töten. Okay, have fun. Good luck. Autsch. Noch, hier war ein Dungeon. Ich erinnere mich. Ah, hier sind, glaube ich, auch welche gespawnt. Wenn ich mich nicht irre. Also an der Dings, an dem. Da ist einer. An der Festung waren immer welche. So, filmen wir hier mal auf, ne? Ja, euch brauche ich jetzt nicht, tut mir leid, auf euch habe ich gar keinen Bock aktuell. Ja, haben wir so ein paar Lohn Hallo gesagt. Haben genug von euch. Kann ich sogar auch Wither Skeleton Köpfe craften? Ja, aus Wither Skull Fragmenten oder aus Withered Rib und einem normalen Skeleton Skull. Du brauchst also den richtigen Trip. Können wir eigentlich mal gucken, ob wir genug davon haben, dann brauche ich gar nicht hier rumziehen. So, Boden oder Wände? Boden normal? Nein, Wände. Wände im Stone Block. Könnte eigentlich ganz gut kommen. Kann man ja im Nachhinein sogar noch austauschen, so ist ja nett. Skeletons, da ist eins. Also ist ein Baby. Du wirst aber mir niemals deinen Kopf geben. Du auch nicht. Und die Musik setzt ein. So, haben wir das eigentlich schon gelootet hier, das ganze Fortress? Den Großteil auf jeden Fall. Ja, hier sind noch Fackeln. Also truhentechnisch sollte eigentlich, also außer wir haben irgendwas hart übersehen halt, ne? Das kann sein. Und das kann man aber schmelzen. Sollte da eigentlich nicht wirklich was sein, wo noch was drin ist. Schwert ist mir egal. Gut, ich glaube, für den industriellen Look ist das hier schon geiler dann. Das ist einfach, ne? Ich fände es halt geil in der Farbe, aber haben wir nicht, oder? Warum ist hier auf einmal so ein Teil? Was ist hier los?
Ne, wir haben Grey und Light Grey. Na, weiß haben wir noch. Aber dann sieht es ja aus wie eine Irrenanstalt. Oh. Und Feon und ich wohnen ja nicht mit hier drin, also daher wird es nicht so passen. Interessant. Spannend. Was denn? Da ist ein Urblöd, da waren Pilze. Als ich durchgelaufen bin, haben sie ein Gift losgelassen. Ah ja. Das wäre vielleicht ganz interessant, aber... Da bräuchte man die Saw, da gehen wir mal kurz rüber. Dann check mal bitte ab, wie viele Wither Bones oder Wither Skeleton Fragmente wir haben. Wither Skull Fragments. Aber wenn, dann sollte das ja alles im Lager sein. Ich denk's mir auch so. Das würde auf jeden Fall Sinn machen. Können wir die Folge genauso wie die letzte Folge mit einer Überprüfung machen. Wir haben Wither Skull Fragment 47. Das heißt, ich bin umsonst hier. Okay. Wither Bones 27. Und Wither Skeleton Skulls 2. Ja gut, dann haben wir genug, weil die... Wir brauchen 9 Fragmente, um einen Skull zu machen. Naja. Ja, und damit endet die Folge quasi auch wie die letzte. Krian stellt fest, er war umsonst. Und ist er. Vielen Dank fürs Zusehen, bleibt gesund, haut rein und bye bye. Auf Wiedersehen.